Aufnahme starten. Guten Morgen, willkommen. Alle zwei Leute, die diesen Kack noch gucken. Wir bauen hier mal einen Tempel und dann... Wenn das richtige Spiel losgeht, nachher bei 1444, dann ändert sich noch ein bisschen was, glaube ich. Ja gut, wenn man dann kolonisieren kann, ja. Das könnte tatsächlich noch was über den Haufen werfen, denn ja. Es dauert noch 200 Jahre oder so. So, kann ich ja losgehen? Wobei der in Sachen Kolonisierung gegen Frankreich, England und Niederlande und so eh keine Chance hast. Ja, aber das kannst du loslegen. Leg ich mal los, so. Und morgen, ja, liebe Zuschauer, heute passiert bei mir nicht viel. Die könnt ihr eh nicht sehen. Ja, dann kannst du ja wieder gehen. Ja. Lass einfach laufen. Morgen gibt's dann Abandoned Places. Ja, und mein Stabilitätsverlust. Ja, mein Thronfall geht aus, das ist so ein Scheißdrecksding. So, was wollte ich denn machen? Gute Frage, ne? Was geht denn angreifen? Du meinst, das ist eine gute Idee? Du wolltest mich letztes Mal auch angreifen. Ach, ich Idiot. Gut. Ich wollte das Bündnis mit Achamir eh nie aufkündigen. Ach, ich verliere. Ich würde die Staatsehe angenommen. Also ich könnte Delfino angreifen. Da würden Bögen, Frankreich, England und Ungarn mitmachen. Finde ich gut. Wir gehen an den fairen Kampf. Sogar England. Schön an direkt an der Grenze von Delfino. So, morgen schön wieder mit Abandoned Places was Richtiges? Nee, ich glaube nicht. Delfino ist bestimmt dafür, um den Zuschauern was zu bieten. Hat England eigentlich Ansprüche auf dich? Nö. Delfino kauft sie einfach frei, wie er es immer tut. Der reiche Bonze. Ich habe ja so viel Geld. Aber irgendwie auch fies hier, dein Nachbar mich. Meschera wird von Böhm garantiert. Böhm garantiert das? Ja. Wenn Delfino die jetzt angreifen würde, würde Böhm reinziehen und Böhm würde garantiert noch mich, England und Bayern und so rufen. Dürfen die das denn? So, jetzt hätte ich, ich hätte das Bündnis aufkündigen können, aber nein, ich akzeptiere natürlich die Staatsehe, weil... Klick einfach auf Ja, passt schon. Ja. Nicht denken, Ja drücken. Wollen Sie in eine Personalunion geraten? Ja, komm. Gib Gas. Wollen Sie annektiert werden? Ja. Erlöst mich von dem Leid hier. Kann ich wieder programmieren? Nein. Ist ja auch schlimm. Ah, Pracht. Ich hab Pracht. Ich kann. Was kann ich denn kaufen? Handelseinfluss global plus 10%. Warum hast du wegen mehr Geld? Ich mache nicht mehr genug Plus. Warum mache ich nicht mehr genug Plus? Achso, weil ich. Weil ich so eine absurd große Armee habe? Ja, 285 von 200. Passt doch. Wollen Sie sterben? Ja. Ich bin nicht depressiv. Ich möchte nur endlich sterben. Was denn beim Psychiater so sagen? Haben Sie Selbstmordgedanken? Nein, aber ich überlege gerade ganze Zeit, wie ich am besten es beende. Ein Psychiater hat mir Selbstmord empfohlen. Das ist die einzige Lösung, ja, hat er gemeint. Richtig. Aber Selbstmord ist schon solide Sache. Wenn du es richtig machst, hast du danach deine Ruhe. Was? Aber ist was Lustiges, Honky Tonk? Wenn was? Ich jetzt Delfino angreife, würde Irak mitmachen. Für oder gegen Delfino? Für Delfino. Er ist ja auch mit Irak oder so verbündet, oder? Ja, und, und Irak hätte dann Ungarn, England, Frankreich und Böhm am Hals noch mit. Könntest du die hinten in den Rücken reinfallen? Dann? Nee.
Ja, die sind ja alle bei mir und bis die irgendwann mal zu dir gelaufen sind, hast du den Krieg ja schon beendet. Aber England grenzt doch direkt, oder? Nee, doch nicht, nee. Nee, England Levante, da ist noch nicht. Oh, England mag mich erstaunlicherweise. Ja, ja, mich mögen sie auch. Die haben mir sogar ein Bündnis angeboten. Ach, die sind ja auch orthodox. Ach nee, Moment, England ist doch orthodox. Ja, die sind wegen Rom, Byzanz sind die konvertiert tatsächlich. Was? Was ist denn hier in diesem Land kaputt? Ja, die sind orthodox und die haben komplett Großbritannien schon konvertiert. Vielleicht soll ich mich mit England verbünden, doch mal was dann integrieren. Hm? Würde ich empfehlen, tatsächlich, weil wenn dich dann jemand angreift, dann kannst du England reinziehen, England würde dann mich und Bayern reinrufen und bla bla bla. Ja, weißt du was, dann machen wir hier mal. Machen wir das halt endlich mal irgendwo hier. Aber irgendwie auch. Aber historisch eigentlich auch nicht korrekt, weil England ist ja eigentlich, oder Großbritannien waren ja die, die in Indien kolonisiert haben. Indien kolonisiert heute mal England. Oder so. Kann ich mir den Nachtwehr schließen? Nee, ne? Hey, was ist das denn für ein Quatsch? Nee, was denn? Rechtfertige. Education of Theo Grad. 1277, aber ein Bild mit Martin Luther. Keine Ahnung, ich kenne den englischen Text da nicht. Nein, aber Martin Luther als Bild. Hallo? Schrieben auf Deutsch. Deutsch! Nee, Moment, das war Herz auf Island, das schrieben auf Deutsch. Aber Martin Luther als Bild, 1277? Ja, klar. Klingt logisch. Der ist ja alt geworden, der Mann. Aber wenigstens konnte ich eine neue Reform machen. Minus 15% Beraterkosten. Oh, jetzt habe ich 50 Gold plus im Monat. Ich habe fast gar keinen Plus mehr. Schon 13.000 Gold angesammelt. Weiß gar nicht, wohin damit. Bauen kann ich auch nichts. Ich habe nur 1.300, Junge, Junge. Ja, die Kirche, ne, die Scheißgeld. Irgendwie muss man sich ja die Liebe Gottes kaufen, ne? Ja, richtig, richtig. Das wäre so geil, so eine Funktion. Du kannst ja einfach Geld ausgeben. Gottes Liebe oder so. 1277 und ein Reformbestreben von 84%. Was? Ja, von der Kirche. Also theoretisch könnte bald die der Protestantismus spawnen. Läuft bei dir. Aber überleg mal. 1277. Iberien ist Ziel des katholischen Kreuzzug. Stabilität plus 1, mein Geil. Klingt cool, Delfino. Mhm. Du bist Ziel des Kreuzzugs. Ja. Mich muss man schon aufhalten. Wieder das haben die schon richtig erkannt. England würde echt überall mitmachen, ist unglaublich. Die sind so kriegsgeil. Ah. Oh, hier Provinzen bekehren. Liebe euch. Ich könnte den Weltkrieg auslösen, Honky Tonk. Das will ich aufhalten. Wenn ich jetzt Irak angreifen würde, würde Ungarn, England, Frankreich, Böhmen, Schwaben und Mantua auf meine Seite mitmachen und auf Iraks Seite würde Iberien eventuell, die Rawaditen, die dazwischen liegen, Cordoba, Mombasa und die Ägypter. So, für die Defensiven gehen sie auch durch. Du hattest versprochen, du machst heute nicht viel. Ich? Er kann nicht viel machen. Mhm. Na doch, der Fino ist jetzt hier des Kreuzzugs. Nee. Jemand die Mühe macht, bis das da drüben so läuft. Ach, Delfino, 5000 Gold, dann überlegen wir doch mal drüber. Du kannst ja die von deinen Sünden freikaufen. Delfino hat doch keine 5000 Gold. Die kann er abstottern. Ja. Ratenzahlung. Mhm. Lana oder Anyfin machen es möglich. Ach nö, keine Sorge. Ein neuer Papst.
sehr innovativ nach Papst Leo den 7. jetzt Papst Leo den nach Papst Leo den 12. jetzt Papst Leo den 13. Normal, oder? Ich meine. Ja, richtig. Macht Sinn. Es passiert nicht viel. Oha. So, wann darf ich die Jungs denn wieder angreifen? Nee, also so gemein bin ich nicht, dass ich einfach Delfino jetzt hier in so einen Weltkrieg mit England, Frankreich, Böhmen und so reinziehe. Kann ich ihn angreifen? Wer ist denn überhaupt Verteidiger? Wer ist denn überhaupt Verteidiger des Glaubens im Islam? Kannst du mal nachgucken? Bestimmt Cordoba, ne? Du guckst doch nicht einfach selbst nach. Da gibt's doch Statistiken für. Ach, ich frage immer Delfino, der sieht's doch sofort. Der ist doch so niedlich. Was soll ich gucken? Wer der Verteidiger des Glaubens ist. Bei euch. Gibt's nur katholisch. Was ist bei mir? Gibt's gar keinen. Im Islam? Gibt's keinen. Nein, es gibt keinen. Richtig. Komisch. Da kann dich ja keiner schützen. Also im katholischen Glauben bin ich das. Ja, bist du einzig. Ich könnte ihn beanspruchen, wenn ich 500 Gold habe, könnte ich das machen. Oh, totemistisch ist das. Ist der Glaube mit den meisten Ländern. Ja. Aber das Risiko ist dann, Delfino, dass du in jeden Krieg reingezogen wirst, wo einer ein Sunniten angreift. Da habe ich auch gar keine Lust zu. Ich sehe die Vorteile noch nicht. Wobei die Bonis ja schon gut sind, ne? Ja, gibt es da Bonis? Ja. Moral Armeen plus 5%, Moral der Flotte plus 5%, monatliche Kriegsmüdigkeit minus 0,3, jährliches Prestige plus 1 und was so weiter. Was ist das denn für eine Religion? Südamerikanisch, das ist keine Religion, das ist ein Kontinent. Was, südamerikanisch? Ja, das wird hier aufgeführt als Name für eine Religion. Ja, man kann ja mal was Neues erfinden. Ey, was mir überhaupt noch nicht in den Sinn will, dass die Siaditen da eine Kolonialnation haben, ey. Außerdem Südamerika gab es damals noch gar nicht. Eine Kolonialnation, hä? Das wurde das Spiel erfunden. Das ist die KI, verdammt. Überleg mal, eigentlich hätte die gar nicht spawnen dürfen, weil die Siaditen sind doch verbunden. Ach nee, war ja mit jeder Provinz sind sie ja nicht verbunden, ja. Gut, so unwesentlichen Kleinigkeiten da. Ja, aber jetzt einfach. Könnte ich jetzt eigentlich auch eine Kolonialisation spawnen lassen, ne? Mach halt. Erobere ich irgendwie Benin? Wohre die denn und dann. Ja, aber wir will schon Berlin erobern. Nee, Benin hier in Afrika. Wie viele Provinzen sind das? Berlin liegt in Südafrika, was redest du da? Dann lasse ich die einfach, dann scheiße ich die mit Geld voll und dann können sie kolonisieren. Dann kolonisieren sie ganz Afrika. Nein. Kann ich die Krieger, kann ich den Krieg erklären? Ja. Nein. Selber nicht so. Aber mal Anspruch figieren. Wurde ich mir auch eine Kolonialnation. Ich hasse Tang, ich hasse es so sehr. Oh, Tang führt wieder Krieg mit Japan. Oh, das ist jetzt eine Idee. Das versuche ich jetzt. Greif doch mal Tang an, sei mal mutig. Sehe ich die überhaupt? Weiß ich schon nicht, ob du die siehst. Mal gleich mal gucken, aber erstmal muss ich hier einen Spion hinschicken. Fragt er mich? Ah ja, doch, ich sehe die tatsächlich komplett jetzt. Und Japan jetzt auch. Ja, dann kriegst du das raus, ne? Oh, welche Überraschung. Tang gewinnt den Krieg gegen Japan. Kann ich Tang den Krieg erklären? Klar. Ja, aber es hat keiner Bock mitzumachen. Krieg zu weit weg, ne? Warte, ja, steht da bestimmt da, oder? Mich wundern, ja, Distanzkrieg, ja. Wollen sie nicht, haben keinen Bock drauf. Japan existiert bald nicht mehr.
Oder es wird auch so eine Insel. Ja. Wem überrascht das? Wobei Inseln gegen die KI eigentlich immer echt gut sind, weil die einfach zu dumm sind immer. Ja, habe ich damals in meiner England-Runde gemerkt, wie die auf einmal rübergekommen sind. Ja, aber gegen die Menschen immer, ne? Aber wenn die dein Verbündeter sind, dann ist es zu dämlich, eine Seelandung zu machen. Oh Gott, ey. Kann ich überhaupt Ansprüche fixieren auf Benin? Ich habe ja lustig einen Grafikfehler mit meinem Mauszeiger. Ich tapp mal rauf, vielleicht wird's dann besser. Nein. Okay, das ist gut. Ich hab grad, ja. Mein Mauszeiger sieht plötzlich aus wie so ein Rechen oder sowas. Also der untere Teil, das ist bestimmt gut. Was Neues. Mhm. Ich hoffe, meine Grafikkarte gibt jetzt nicht gleich den Geist auf. Oh, Delfino führt Krieg. Delfino soll mir mal eine neue Grafikkarte schenken, meine alte ist kaputt. Boah! Oh wow, hast du Glück, Delfino, dass Öben Vishara im Stich lässt. Ja, machen sie ja nicht. Ich habe ja nicht Vishara angegriffen. Ich habe Mari angegriffen. Aha. Darum. Lena Lingel, du. Bin jetzt nicht sicher, ob die so in der Aufnahme ist. Am X ist wieder mal nicht da, wenn man ihn braucht. Ich bin so ein Typ. Ah, jetzt ist der Monster wieder normal. Alles gut. Nutzloser. Meine Grafikkarte ist gut. Nichts ist kaputt, keine Sorge. Gut, dann brauchst du keine neue. Jetzt müsste einfach so die Grafikkarte einfach ausgehen. Bluescreen und weg. Geh nicht mehr an. Linux hat keine Bluescreen. Er hat ja noch so eine Onboard-Grafikkarte. Ja, dann reicht für die EU4. Nee, ich glaube, die reicht für gar nichts. Die hatte damals. Ohne Aufnahme vielleicht. Die hatte in Far Cry 1 damals Probleme. Oh wow, okay. Da war alles blau. Nee, Moment, das war glaube ich nur Grafikfehler. Da war alles blau. Geil. Die ganze, alle, das war sehr lustig. Ich meine, du konntest es nicht spielen, so wirklich, weil halt sowohl der Untergrund als auch Wasser als auch Lava blau war und. Klingt realistisch. Aber ja, das war schon sehr. So, wann kann ich wieder Krieg führen, habe ich gesagt? 84. Oh, meinst du, diese Inder? Die denken nur an Krieg, diese Inder. Können natürlich auch die angreifen. Das Problem ist, dann kommen die Samaniten nicht mit und ich möchte ja alle angreifen, ne? Ja, du kannst ja mal einen besseren CPU kannst du noch haben. Den 4790K. Ja, greif doch mal Irak an, ne? Okay, du auch noch Wärmeleitpaste. Der hat doch einen besseren Grafikchip. Ja. Der gute alte 386er oder so. Was? Bin jetzt hier das passende. Nee, 486er war damals. 386 gab's auch. Ja. Wo man noch Doom 1 gespielt hat, aber ne? Ne, das habe ich erst viel später gespielt. Das habe ich gespielt, da habe ich glaube, was habe ich gespielt? Unreal 1 und danach habe ich Doom 1 das erste Mal gespielt in meinem Leben. Ich habe mir schon gedacht, 1. Was ist das denn für ein Kack? Wieso kann ich nicht hoch und runter gucken? Also Unreal 1 kenne ich auch noch, das war das Spiel damals, wo die ersten richtigen Spiegeleffekte waren damals in der Engine. Ja, das hat auch das hat auch einen 3D-Beschleuniger schon vorausgesetzt dann mal. Da musste deswegen man noch hier, da hat man mit der Voodoo 1, glaube ich, ne? Mit 3DFX damals. Hatte die, ja. Ja. Kenne ich noch die ersten, diese Spiegeleffekte damals im Intro, noch in dem Menü-Intro mit der Musik da. So, mal mit England hier verbinden. Ja, Unreal war damals echt schon ein Grafikknaller zu der Zeit. Ja, Unreal hat sich einfach durchgesetzt.
Naja. Naja, bei sehr vielen Spielen schon. Immer wieder neue Generationen. Ja, achso, die Engine, ja. Ja, die Engine, ja, die Engine auch. Also. Aber das Spiel, der zweite Teil, glaube ich, war ja nicht mehr so gut an. Ja, gut, das Spiel hat sich nicht so durchgesetzt. Der zweite Teil war ja schon ein bisschen. Also der erste Teil war noch gut, aber der zweite dann. Also den zweiten habe ich nie gespielt, müsste ich irgendwann mal machen. Ah. Und dann kam damals Half-Life 2. Das war ja wirklich ein Quantensprung. Und hier Far Cry mit der Grafik. Also ich habe nur Half-Life 1 gespielt, das war so meh. Bei Black Mesa Source hier, das Fanmake ist schon echt. Da haben die ja echt viel geändert. Gibt ja jetzt sogar Black Mesa Blue Shift, ne? Also das die Addons als Fan Remake. Habe ich ja schon alle durchgespielt. Das sind keine guten Spiele, ne? So Half-Life-Spiele. Was ich letztes Mal durchgespielt habe, ist Half-Life 2 und alle Episoden mit der Cinematic Mod. Hier diese Grafik-Mod, also das ist schon heftig, was die da rausgeholt haben. Spiel doch mal was Gutes. Spiel doch mal City in the Active Spiel. Das Premium Gaming. So, was dann integriert? Neues Bündnis geschaffen. Half-Life 2, ja. Bei Europa sehe ich immer noch nicht. Wenn wir Kartentausch machen? Nee, das kostet Prestige. Apropos Prestige. Nee, geht eh nicht. 303, den Herrscher werfen wir mal raus. Und mit dir. Oh. Aber wenn ich jetzt einen Tausch anbiete, würde ich doch Prestige verlieren, oder? Weiß ich nicht. Nee. Wobei, ich muss ja dich fragen, soweit ich weiß. Ich sehe dich. Ach so, ja, du willst ja von mir was sehen, ja. Also, wenn du was von mir sehen willst, geht das überhaupt noch? Warte mal, ich probier mal. Ich krieg eh Prestige hier zugeschissen, so wie nicht mehr. Request. So, warte mal, was will ich sehen? Versuchen wir mal Südchina. Gucken. Du würdest sogar 10 Prestige bekommen. Ja, geil, mach mal. Aber der sagt, in the end. Nee, das Spiel lässt mich nicht zu. Warum nicht? In the end, science is a human player. The actual response will be up to them. Aber ich kann nicht mal. We have no units in the region. Adjacent in this one. Achso, ich müsste erst die Truppen hinschicken. Was? So Blödsinn. Ah ja, gut. Ah nee, ja, scheiße. Ich hab ja keinen direkten Zugang hier, oder? Warte mal, ich probier mal was. Kann man ein bisschen schummeln? Sei mir nur zu dumm dazu, sagst du halt. Kann ich mal den richtigen Button drücken? So.